Der vom Menschen verursachte Klimawandel gehört zu den größten Problemen unserer Zeit. Es droht eine unkontrollierbare Erwärmung, begleitet von Unwettern und Überschwemmungen. Daher hat die Staatengemeinschaft im Pariser Vertrag beschlossen, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das Climate Change Center Austria wurde 2011 als Verein gegründet und umfasst die wichtigsten Forschungseinrichtungen im Klimabereich. Die Leitung, der Vereinsvorstand, wird von der Geschäftsstelle unterstützt. Das CCCA ist Ausdruck des Bemühens der österreichischen Unis und Forschungseinrichtungen, einen relevanten Beitrag zur Erreichung der Pariser Ziele, der Nachhaltigkeitsziele sowie zum Prinzip einer Responsible Science zu leisten. Das CCCA bringt Forscherinnen und Forscher aus verschiedenen Disziplinen zusammen. Diese Vernetzungsarbeit wird vor allem im Servicezentrum durchgeführt. Das Datenzentrum unterstützt Forschende in allen Fragen rund um die Verfügbarkeit, das Archivieren und das Management von Daten. Ich bin eine Expertin für den Borkenkäfer. Wir benötigen für unsere Arbeit Input von den Kolleginnen aus den Bereichen Waldwirtschaft und regionale Klimamodellierung. Wir produzieren eine Menge Daten und wollen diese eben auch anderen in brauchbaren Formaten zur Verfügung stellen. Grundsätzlich wollen wir uns auf unsere Forschung konzentrieren. Das ist nicht immer leicht. Ich bin Programmmanager. Wir stellen jedes Jahr Millionen Euro für die Klimaforschung zur Verfügung. Das sind Steuergelder und wir benötigen natürlich relevante Projekte. Der Dialog zwischen Forschenden und Stakeholdern ist für uns extrem wichtig, damit die Mittel richtig und nachhaltig eingesetzt werden. Außerdem benötigen wir die Forschungsergebnisse natürlich in einer für alle verständlichen Form. Das CCCA hat eine Kompetenzlandkarte entwickelt und unterstützt damit bei Kommunikation und Vermittlung von Expertinnen und Experten. Ein weiteres Produkt ist der CCCA Science Plan. Er enthält wichtige Hinweise auf den derzeitigen Forschungsbedarf. Auch der österreichische Sachstandsbericht und die jährlich erscheinenden Special Reports fassen den aktuellen Stand des Wissens über den Klimawandel in Österreich zusammen. Diese sorgfältig erarbeiteten Unterlagen sollen Verantwortliche in ihren Entscheidungen unterstützen. Grüß Gott, ich bin der Bürgermeister. In der Landwirtschaft sind wir immer wieder von Dürre und Unwettern betroffen. In unserer Gemeinde herrscht totale Verunsicherung. Wir planen eine neue Wasserversorgung und ein Rückhaltebecken gegen Überschwemmungen und benötigen daher wissenschaftliche Ideen, die für uns hier in der Gemeinde relevant sind. Und die sollte man natürlich auch verstehen. Die Weitergabe von Forschungsergebnissen in einer verständlichen Form für Politik, Medien und Öffentlichkeit ist ein wichtiger Schwerpunkt des Vereins. Auch fördert das CCCA mit eigenen Programmen den wissenschaftlichen Nachwuchs, berät Forschende bei Projektanträgen und dient als Plattform für einen internationalen Austausch von Wissen und Strategien. Das Climate Change Center Austria versteht sich als zentrale Anlaufstelle für Forschung, Politik, Medien und Öffentlichkeit für alle Fragen der Klimaforschung in Österreich. Wir unterstützen die Arbeit der Klimaforschenden und wollen unsere Mitglieder national und international sichtbarer machen. Die österreichische Klimaforschung liefert unverzichtbaren Input zur Vermeidung des Klimawandels und zur Bewältigung seiner Auswirkungen.